Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge OMSI 2 hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's in der Bio, freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest. Ja, unsere British Week geht langsam sicher zu Ende. Wir sind heute auf der Karte Cotterell unterwegs, auf der einzigen Linie, die es hier aktuell gibt, die U18 oder X18 auch. Ja, fahren hier von der Bus Station direkt zur Universität und das Ganze halt mit einem absoluten Highlight an Bus hier. Kostenlos natürlich, selbstverständlich. Und das Ganze hier, na, das ist der Enviro 200. Das ist so ein geiles Ding. Bei V3D Studios. Another Qualität Bus. Ja, absolut großartig. Dieser Bus, ja, ist absolut, wie gesagt, kein Payware oder sowas. Den könnt ihr euch kostenlos runterladen. Hier sehen wir auch nochmal Alexander Dennis. Ja, das ist wundervoll. Also ich habe ja hier schon mehrmals hier mal angesprochen, wie gut das Ganze halt ausschaut, ja. Wie detailreich das Ganze hier verpackt ist und so weiter und so fort. Also der Bus, ja, das ist so absolut Non-Plus-Qualität. Was haben wir hier noch dran? Irgendwelche Namen, ich denke mal irgendwelche User, die wahrscheinlich mitgeholfen haben. Ja, Patreon Support, help it build this bus. Aha, also Patreon hat das Ganze supportet so ein bisschen, um ja, beim Bus zu helfen. Patreon ist so eine Seite, da könnt ihr praktisch wie so eine Art Spende oder sowas, ne? Da könnt ihr halt das Projekt finanziell unterstützen halt, ne? Also alles als Kickstarter, aber so im Großen und Ganzen. Aber guckt euch doch das an hier. Also das ist doch ein Traum davon, ja? Das Ganze, wie gesagt, absolut kostenlos. Also, ich glaube, wenn ihr wirklich einen schönen britischen Bus haben wollt, dann holt euch den Enviro 200. Der absolut empfehlenswert. Ich bin mal gespannt, was uns ja auf der Karte hier erwartet. Ich habe keine Ahnung. Hier auch schön mit Logo, hier Alexander Dennis. Das ist ein komischer Firmenname, ne? Also, das müssen wir mal lassen. So, wir sehen auch links, es gibt sogar hier diesen Navigator. Ja, der ist hier mit drinne. Ja, das ist natürlich wieder fies hier. Na, macht er wieder nicht. Ich glaube, ihr habt mir das sogar in die Kommentare geschrieben. Wenn ich jetzt mal frech bin, um mal schnell nachzugucken, was hattet ihr davon, damit wir das auch richtig machen können, dann würde ich jetzt da gerne mal schnell mal reinlinsen, ob, wenn das für euch in Ordnung ist. Ich schiebe das Ganze mal beiseite, sodass das ganze Bild jetzt hier nicht, dass das Ganze jetzt nicht so ausfüllt. Ich glaube, das stand irgendwo in den Kommentaren drin. Ich gucke. Und zwar hat das nämlich der Name Lass geschrieben. Der hat das Ganze nämlich hier beantwortet. Wir hatten den Bus ja schon mal. Und weil wir es ja damals auch schon nicht wussten, hat er das hier eigentlich reingeschrieben gehabt. Ich gucke gerade. Name Lass. Wo haben wir den? Oh, es sind so viele Kommentare. Hallo. Weiter bitte. Danke. Oh, manchmal ist YouTube so langsam, wirklich, ja. Nee, das war's nicht. Oh, wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich erstmal zum Bus wechsle, ja. Wo haben wir den denn? Da, Bristol Airport. Das müsste der Bus gewesen sein. Und hier Kommentare bitte. Und da. Achso, ja. Achso, 1, 2, 3, 4. Na, mal gucken. 1, 2, 3, 4. Haha! So, danke an Namelass dafür. So, ist soweit alles eingestellt hier. Sollen wir mal hier umgucken. Route, Linie Kurs, 0, 18, 2, 5 und die Route ist 02 Universität. So, jetzt müsste das hier unten auch drin haben. Ja. Und somit sind wir startklar. U18. So,
zur Universität. So. Ja, ich lese bei euren Kommentaren auch durch. Also. Oh, es ist ein Bus. Großartig. Großartig. So, aber wir haben hier keinen Fahrgast, deswegen können wir hier auch weiterfahren. Oh, warte mal. Wir können hier ruhig noch die 4 Minuten abwarten. 1, 2, 3, 4. Zip. Haben wir jetzt noch einen Fahrgast hier? Nope. Nope. So. Also wie gesagt, wenn ihr wirklich einen Bus haben wollt, dann ist das hier, wie gesagt, euer Fabrikat. Das solltet ihr auf jeden Fall installieren. Ja? Wenn ihr, wie gesagt, zukünftig jetzt vielleicht auch anfangen wollt, so auf British Maps jetzt zu fahren oder sowas. Das ist schon eine Herausforderung. Anders als jetzt hier immer so diese deutschen Kurse hier, ja, die man wahrscheinlich schon innen und auswendig kennt. Einfach mal, ja, Linksverkehr. Und das kann schon echt anstrengend sein. Ich weiß halt immer wieder, wenn du jetzt hier zum Beispiel Eurotruck Simulator spielst oder sowas, ne? Also. Oh. Ist das meine Bushaltestelle? Nee, ne? Busstopp 7. Waiting Point. Nö. Stand auf jeden Fall nichts von da. Wäre jetzt natürlich fies, wenn wir die jetzt da ausgelassen haben. Warte mal. Können wir mal hier unten. Doch, das war natürlich unseres. Ah, verdammt. Fies. Fies, 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 fies. Wenn das mal nicht astrein ausgepackt war hier. Aber von der Draufsicht, glaube ich, kann jeder auspacken. Ich komme! So, wir haben eine reiche Verspätung und so und ne, weiter und wisst ihr Bescheid hier, ne? Aber ich habe euch nicht vergessen. Ja, manchmal hilft es dann auch, wenn man mal sich den Fahrplan anschaut. Ja. Hallo, Lad. Oh, Leute, kommt! Das kann doch nicht wahr sein, das dauert alles viel zu lange. Ja, deswegen hätte man die Zeit vielleicht nicht vorspulen sollen. Naja. Ja, morgen ist schon wieder Freitag, Leute. Morgen kommt dann schon wieder die letzte Folge. Und hart, ja, wie es ist. Tatsächlich haben wir Yorkshire nicht mehr gesehen. Kettlestone haben wir nicht mehr gesehen. Dann gibt es noch ein Projekt namens BOTW. Ja, Bus of the... Keine Ahnung, was das war. Oh, ha, wir sind sogar voll. Ach, die meine Güte. Das wird ja jetzt eine interessante Busfahrt. Zip. So. Also hier wahrscheinlich ein Doppeldecker oder sowas.
glaube, da war der Bus zu klein. Ich habe jetzt gedacht, das ist eine kleine Minimap, so, weißt du, so. Tja. Das war wohl nix. Oh, die Ampel ist wieder, die Ampeln sind wieder voll gegen mich hier. Hast du gedacht, nimmst du die eine auch schnell mit? Ja, aber nichts da. Hast du gleich die nächste Ampel wieder rot über der Nase hier. Fantastisch. Fantastisch. Ich habe ja auch überlegt gehabt, ob wir noch einen Stream machen. Weil ein Omsi-Stream ist sowieso mal wieder da. Ob man da vielleicht denn daraus statt einer Leitstellenfahrt einfach mal so eine British-Livestream macht, wo man einfach so britische Strecken dann einfach abfährt nochmal. Da könnt ihr dann zum Beispiel dann euch dementsprechend eine Strecke wünschen, sobald wir sie haben. Ja, und dann kann man sie ja vielleicht dann eher abfahren und so weiter und so fort. Ne, an sowas hätte ich jetzt vielleicht noch gedacht, ja, dass man das Ganze nochmal ein bisschen... Das ist hier alles meine? Nee, ne? Das sind nicht meine Bushaltestellen. So ein Pavillon. Sogar mit Ansagen. Alter, was ist hier denn los? Ja, bis dass wir nicht mehr reinkriegen. Oh shit, jetzt haben wir uns wahrscheinlich für einen zu kleinen Bus entschieden. Sorry, tut mir leid. Oh, Blitzer. Keep clear. Oh, es wird wieder kein Aussteigen. Es tut mir leid, Bus ist voll, es kann keiner mehr rein. Tut mir leid. Tut mir leid, kann keiner mehr mit. Bus ist voll, bitte auf den nächsten warten. Tja, eindeutig für den falschen Bus entschieden.
Oh Gott sei Dank über keiner mit. Huch! Einbahnstraße! Oder auch nicht. Aber jetzt sind die Fahrzeuge komplett anders alle. Ich bin ganz gechillt, einfach rumgezogen. Oh. Aber ich muss mal sagen, also von der Aufmachung her gefällt mir die Karte richtig gut, ja? Ich meine, die. Diese Source London Demo-Karte, die war ja auch schon ziemlich nice, aber ich weiß nicht, die übertrifft nochmal alles hier. Oh, jetzt kommt unser fetter Transporter hier. Oh Leute, lasst mich doch hier mal ein bisschen fahren jetzt. Alter, der zieht hier an uns vorbei, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Wahrscheinlich wieder gleiche Tortur hier. Augen zu, durch hier. Also von der ganzen Aufmachung, wie das Ganze hier aufbereitet ist, wie das Ganze halt ausschaut und alles sowas, ja, sieht hier wirklich extrem gut aus. Und ja, die erste Karte, die wir jetzt hier gerade mal spielen, ja, wo es Ansagen gibt halt, das macht das Ganze schon wieder ein bisschen belebter halt. Performance, muss ich auch sagen, oh, hier gibt es einen Spar. Performance ist auch sehr gut. Einziges, was mich halt jetzt schon wieder ein bisschen stört, ist, dass sie wieder keine Fahrgäste raus wollen, ne? Oh, doch. Oh. Einer darf mit, nur einer. Danke. Oakley. Oakley, so. Ha 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 ha.
Ja, Säcke. Schön geblitzt. Ne, hier nicht rein. Wir sind jetzt schon an der Endhaltestelle angekommen. Hat Spaß gemacht. Das ist eine tolle Linie. Eine Karte, die mir richtig gut gefällt. Kann man nicht lesen. Mich mal interessiert, ob das halt dass ich wieder irgendwas vergesse oder sowas zu gucken? Nee. Ja, also, was muss ich sagen? Also, mir hat das jetzt gerade sehr gut gefallen. Das hat äußerst Spaß gemacht. Das ist eine wirklich, wirklich tolle Strecke, Linie. Absolut empfehlenswert. Also Cotterell, ja, ist die erste Karte, die mich jetzt gerade so ein bisschen überzeugt hat. Ja, dass das echt Spaß macht. Ja, so ein bisschen klein natürlich halt. War auf jeden Fall gut gewesen. Gerne könnt ihr aber eure Meinung unten in die Kommentare posten, ja, wenn ihr da natürlich anderer Meinung seid, dann nutzt die Funktion. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge OMSI 2 hier und dann dem Ende der British Weeks. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss und wieder bis zum nächsten Mal.